Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2. Ich bin's, der Black, und ja, wir fighten wie die Wilden. Und ja, mal gucken, wie es wird. Ich mute mich mal, damit den Gegner nicht verraten wird, welche Mega-Strategie wir hier gerade fahren. Bis dann. Tschö. So. So, Düsterwald. Noch eine Lorien-Kriegertruppe. Das Gebäude ist fertig. Aus Midlund. Schützt dieses Land. Gebt nicht nach. Wir müssen Saurons Diener vernichten. Wir haben noch viel zu tun. Ich bringe das Baumaterial. Es gibt viel zu tun. Ich wollte nur kurz meine Augen entspannen. So, wie lange dauern die noch? Wir kommen aus Düsterwald. Wir sind die Schwerter Loriens. Ich werde unser Volk beschützen. Ich werde euch gut führen. Sie haben ein Leuchtfeuer entzündet. Elben! Ich werde unser Volk beschützen. Wir müssen Saurons Diener vernichten. So. Wir haben noch viel zu tun. Schicke ich hier mal einen Baumeister. Wir müssen eure Seelen stark sein. Weiter an! Löscht sie aus! Das Böse kommt über uns! Haltet eure Positionen! Haltet sie in Schach! Der Feind kommt näher! Kämpft bis in den Tod, Elben! Alter, ist es am Lecken hier. Unser Mut ist ungebrochen. Hierher, Elben! Haltet sie in Schach! Bleibt wachsam, Elbig sie mit Pfeil! Ist jetzt ein gegnerischer hier? Ja. Alter, ist das hier ein... Wir haben noch viel zu tun. So. Bin schon unterwegs. Greift weiter an! Hierher, Elben! Kämpft bis in den Tod, Elben! Wir dürfen nicht scheitern! Ja. Machen wir noch Glorfindel. So ein. Greift weiter an! Puh. Wir müssen unsere Grenzen schützen. So, hier konnten wir verteidigen. Das Gebäude ist Werkzeuge bereit. Dieser Ort ist nicht geeignet. Ja, ich kann doch irgendwo einen Brunnen hinbauen. So. Ich werde euch gut führen. Wir kommen aus dem Waldlandreich. Ich werde unser Volk beschützen. Na, da unten kommt Blau ja schon wieder. Elben! Ich
diene dem Hause Elrond. Ich werde euch gut führen. Bogenschützen aus Düsterwald. Ich werde unser Volk beschützen. Ich spüre eine große Dunkelheit. Wir haben das Gebäude fertiggestellt. Ich frage jetzt, soll ich hier mit weiter verteidigen oder hier oben mit angreifen? Ich bringe das Baumaterial. Ich habe gerade nichts zu tun. Kann ich hier irgendwas? Ich werde euch gut führen. Ich glaube, ich splitte. Hier, die. Hier oben baue ich mir noch. Ich lockere nur meine Arme. Was liegt an? Ja. Wir kommen aus Düsterwald. Baumaterial ist doch eine große Dunkelheit. So, ich werde mich du wirst erstmal absetzen. Hier kommt. Abrücken. Mit hier runter. Ich werde euch gut führen. Elben! Ich werde unser Volk beschützen. So. Oh, ist das am Lecken hier. Ich werde euch gut führen. Wir müssen Saurons Diener vernichten. Unsere Feinde kommen über uns. Da, sie greifen wieder an. Unser Mut ist ungebrochen. Was ist das hier gerade für ein Geräusch? Och nee. Unser Mut ist ungebrochen. Mögen eure Seelen stark sein. Elben. Wir müssen unsere Grenze schützen. Die Schau der Stallungen ist abgeschlossen. Muss ich mich hier wieder zurückziehen? Hier, ach, ich kriege immer auf die rote Basis. Dabei bin ich hier. Wir müssen Saurons Diener vernichten. Wir müssen den Feind zur Rechenschaft ziehen. Zieht eure Waffen, Elben! Ich spüre eine große Dunkelheit. Jetzt geh! Säubert unser Land! Bringt sie aus dem Gleichgewicht! Greift weiter an! Wir müssen Saurons Diener vernichten. Abscheuliche Bestien! Die Schlacht hat begonnen! Wir haben neue Rüstung! Wir sind die Schwerter Loriens! Unser Mut ist ungebrochen! Wir kommen aus dem Wald. Ein Feuer wütet! Rück vor! Kämpft bis in den Tod, Elben! Mögen eure Seelen stark sein! Wir sind ihnen ebenbürtig! Haltet sie in Schach! Ja, da unten. Erleben das nimmer die Einheiten hier oder was? Kämpft bis in den Tod, Elben! Bögen! Reiter! Kommt hierher! Haltet sie in Schach! Unser Mut ist ungebrochen! Was ist das hier mit dem Mordor-Spam? Wir dürfen nicht scheitern! Haltet sie in Schach! Unser Mut ist ungebrochen! Kämpft bis in den Tod, Elben! Ach!
Es leckt wie die Sau. Ich kenne diese Gegend nicht scheitern. Es kommen ja noch die Orks runter. Lanzenträger. Also das leckt bei mir total. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist. Grenzen schützen. Wir müssen den Feind zur Rechenschaft ziehen. Ich habe sein Lager aufgeschlagen. Sie greifen wieder an. Okay, bei den anderen scheint es nicht so hart zu sein. Bei mir leckt es total hart. Na. Ich werde unser Volk beschützen. Wir müssen den Feind zur Rechenschaft ziehen. So, ich will noch das hier. Kaufe ich mal die weiteren Upgrades hier noch. Zumindest die Klingen hier. Wir müssen Saurons Diener vernichten. Okay. Wir müssen Saurons Diener vernichten. Wo sollen wir Werkzeuge bereit? Ah, dann springt er immer natürlich zu dem ich nicht will. Baut dieses Land auf. Ich spüre eine große Dunkelheit. Wir müssen den Feind zur Rechenschaft ziehen. Dieses Rumgelecke. Dunkelheit. Das. Ich weiß nicht, ob man es in der Aufnahme sieht, wie arg das leckt hier. Haltet nach dem Feind Ausschau. Wir müssen wachsam bleiben. Geschmiedete Klingen sind bereit. Ich werde unser Volk beschützen. Ich spüre eine große Dunkelheit. Beschützt den Baumeister! Der Baumeister wir ist haben noch viel zu tun. So, ein Baumeister, mal weniger, müssen wir einen neuen rekrutieren. Elben! Habe ich schon keine Rohstoffe mehr. Unsere Verbündeten schicken uns ein Zeichen. Ja. Wo ist jetzt dieser Tom gekommen? Nicht bewegen. Was soll haltet sie in Schach. Das ist ein feindlicher, natürlich ist ein feindlicher. Och, wie das leckt. Das haben wir verloren. Wir müssen den Feind zur Rechenschaft ziehen.
Mögen eure Seelen stark sein. Ich halte nicht mehr lange stand. Wir müssen den Schatten aufhalten. Ja, wie kommst denn du da überhaupt hoch, Glorfindel? Wir müssen Saurons Diener vernichten. Wir müssen unsere Grenzen schützen. Sie überrennen uns! Elben! Wir müssen Mittelerde beschützen. Luck. Mal, wie lange das braucht, damit er den Pfeilhagel setzt. Guck mal. Mal sehen, ob man es in der Aufnahme genauso sieht. Das ist nicht spürbar so. Sie greifen schon wieder an. Bögen. Bewegung. Unser Mut ist ungebrochen. Wir sind die Schwerter Lorien. Haben Sie schon wieder der Balrog oder ist er immer noch da? Es tut uns leid. Ich werde unser Volk beschützen. Alter. Das sind ihre Gebäude. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, wir beenden hier nochmal die Folge. Mal gucken, wie lang die nächste wird. Ob wir es da schon schaffen, diese Schlacht zu beenden oder nicht. Mal schauen. Leute, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2. Ja, man sieht hier gerade, wie es dem Anon müsste das sein, hier an den Kragen geht, der hier ordentlich schon was hingezimmert hat. Aber... ja, wir haben es so gerade geschafft. Oh, Baldurino wurde auch ausgelöscht. Jetzt geht's aber richtig los. Ja, mal gucken, wie lange die Folge noch geht. Ansonsten gibt's ja direkt die nächste Schlacht dann hinterher irgendwo. Hier entlang. Bin schon unter der Malornbäume wird angegriffen. Ich werde euch gut führen. Wir kommen aus dem Waldland. Löscht sie auf! Katapult muss auf jeden Fall weg. Wo sollen wir bauen? Ja, wir haben den Baumeister erschlagen. Also bis der reagiert. Wir haben unseren Verbündeten verloren. Ja. Was ist da jetzt passiert? Ich weiß es nicht. Ich war da nicht dabei. Werden wir dann gleich aus. Achso, ihr spielt noch. Okay. Ja, wir sind noch da. Also ich noch. Wir müssen uns überall umsehen. Mögen eure Seelen stark sein. Ja, bei mir wird's auch. Es ist auch Ende. Ende Gelände. Wo war das jetzt, wo ich noch gebaut habe? Hier? Sieht man auch, wie langsam... oh, guck mal, da... hoffentlich sieht das nicht. Ich mache irgendwas wohl. Reizig, nö. Nichts Effektives. Lauf in Deckung! Das Baumaterial ist hier. Ich bin verwundet. Haldi ist gefallen. Mal zurück. Jetzt mach weg hier. Baumaterial. Jetzt. Achso, ne. Okay. Der Feind hat unseren Verbündeten vernichtet. Ja, wo sollen wir bauen? Einen unserer Malornbäume an. Die Kaserne ist fertig.
Ein vortrefflicher Bauplatz. Bei mir dürfte jetzt auch alles hin sein, oder? Ist ja noch eine Frage der Zeit. Eindringlinge, warnt die anderen! Wo ist denn eigentlich mein Baumeister hin? Warte, ich war hier. Hier. Die fragen sich jetzt bestimmt, wo ist der hin? Aber ich nehme mir mal kurz. So. Sie greifen einen Malonbaum an. Nein, sie haben es gefunden. Wir haben noch vier zu Kaserne errichtet. Der Baumeister schwebt in Gefahr. Den krieg ich jetzt auch nicht mehr raus. Nein. Ja, auf jeden Fall ein heftiges Match. Kann man nicht anders sagen. Ja, es war für uns, unser Team, ganz gut gelaufen. Was zum einen aber auch daran lag, dass ich, sagen wir mal, auf der einen Seite oben verteidigen konnte und Dante und Antheas war es, glaube ich, unten direkt in die Offensive gegangen sind. Ja, das wäre sehr schön. Mordor und Orks, das will man da anderes machen als ich. Hat es bei euch auch so hart geleckt? Also bei mir war es kaum spielbar. Ja, ja, das lag an den vielen Einheiten. Genau, also bei mir lief es eigentlich ganz schön, ganz flüssig. Ich würde dann vorschlagen, wir gehen doch auf 2x runter, anstatt auf 4. Ja. Ihr könnt es ja bei mir dann eventuell sehen, also müsst eigentlich rauskommen dann und könnt ihr sehen, ob es bei euch auch so geleckt hat wie bei mir. Das war schon geleckt hat es natürlich. Ich weiß nicht, ob es genauso viel geleckt hat. Das kann natürlich auch sein, dass es da ein bisschen, ein paar Problemchen gab und die anderen deswegen noch mehr benachteiligt waren. Das hat teilweise 10 Sekunden gedauert, bis die Fähigkeit überhaupt gewirkt hat, wenn ich eine gesetzt habe. Okay, Verzögerung hatte ich da auch, allerdings 10 Sekunden glaube ich nicht. Also hatte ich auch nicht so viele Fähigkeiten. Also ich habe einmal einen Pfeilhagel, der hätte eigentlich gut treffen sollen, aber dann nach 10 Sekunden waren die Einheiten nicht mehr da, oder ich weiß nicht, ob es 7 Sekunden waren, also es war schon ziemlich arg. Also es war wirklich eine heftige Schlacht. Wie gesagt, ohne Schrei hätte mich Anong da oben relativ schnell platt gemacht, aber gut, dass du mir da zur Hilfe kamst. Und dass wir da oben halt blockieren konnten und dass, sagen wir mal, großartig nichts gelaufen ist, hatten wir Dante und Antheas unten den Weg frei gemacht. Die konnten dann in Richtung Bü und, ich weiß nicht, wer da unten noch war, Geo, glaube ich. Ja, genau. Black, sag einfach Johannes. Johannes, okay. Ich weiß nicht, ob ich mir das merken kann, die ganze Aufnahme. Okay. Ich sag einfach Joshri. Okay. So. Ja, jedenfalls, auf jeden Fall, es war eine richtige Massenschlacht. Wir werden ein bisschen reduzieren, denke ich. Das wird wahrscheinlich schon nötig sein, damit es nicht bei allen wirklich so hart leckt. Es waren massig viele Einheiten auf dem Feld. Es war schon krass. Und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. So, du darfst, ja? Massig viele Einheiten, weil 3 Spam-Fraktionen. 4, 5 Spam-Spieler. Ja. Genau. Irgendjemand ist gerade aus dem Discord geswitcht. Oh, so. Ja, jetzt sind wir übrigens, glaube ich, 9 Leute, das wird ein bisschen schwierig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Denn Tallinn ist noch dazu gekommen. Sagt mal hallo, wir sind schon mitten in der Aufnahme. Hallo. Da müssen wir mal gucken, im Notfall würde einer aussetzen müssen oder sowas, dass da immer eine Runde ausgesetzt wird oder ähnliches. Oder wir noch die Folge oder so? Ja, die Folge läuft gerade 6 Minuten, das heißt, wir werden sie wirklich mal, oder wisst ihr was, Leute, ich schneide das einfach hinten an die letzte Folge ran, damit ihr was zu sehen habt. Also, ist etwas länger. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ich weiß es jetzt auch. Leute, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Ciao. Tschüss.